zum nächsten Punkt des Beschlussantrages Nummer 10. Untertunnelung der Lachander, eingebracht von den Abgeordneten Leiter, Eber und Mayer am 12.02.19. Bitte sehr. Ja, danke, Herr Präsident. Liebe Kollegen, ein relativ konkretes Beispiel. Die Lachander, das wäre jener Bereich zwischen Kastelbell und Latsch, vielleicht ist reinigen in Erinnerung aufgrund des Zugunglücks von der Finchkopan in trauriger Erinnerung geblieben. Auf der anderen Seite, auf der Anhöhe, haben wir dieses instabile Gebiet und man kann bei der Lachander schon davon reden, dass es ein historisch gefährlicher Abschnitt ist, wo immer wieder Steinschläge und Murenabgänge sind und wo eben auch in jüngster Vergangenheit, Oktober, November, auch die Straße, die Finchker Staatsstraße, die SS38, eben gesperrt werden musste. Und wir haben zum einen diesen Sicherheitsaspekt für alle, die auf dieser Straße unterwegs sind. Man muss dazu sagen, dass direkt darunter die Trasse der Eisenbahn verläuft, auch der Radweg verläuft darunter und im Hang oben haben wir noch den Lachander Wal, der auch nicht unbedingt dazu beiträgt, für Sicherheit zu sorgen, wenn wir da an die Murenabgänge denken. Also einmal dieses Sicherheitsproblem, auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass im Finchgau hier ein Nadelöhr ist, dass wenn diese Hauptverkehrsader gesperrt ist, dann sind die Ersatzstraßen und die Notwege, die man auf der orographisch rechten Edge-Seite und Talseite macht, dass die nicht imstande sind, diesen Hauptverkehr zu tragen und sozusagen der Finchgau wie in zwei Teile abgeschnitten ist. Die Bürgerinnen und Bürger des Finchgau haben sich jetzt natürlich gehofft, dass wenn die Untertunnelung von Galsaun und Kastelbell gemacht wird, dass jetzt vielleicht in einem Schmatz sozusagen auch die Lachander endlich einmal einer Lösung zugeführt wird. Ich weiß selber, dass ein bestehendes Projekt und ein Projekt, das im Laufen ist, das jetzt umzuändern wäre natürlich schwierig, aber deswegen diese Forderung, jetzt eben eine geologische Untersuchung in Auftrag zu geben, um zu schauen, welche Sicherheitsmaßnahmen da dann umgesetzt werden kann, ob das eine offene Galerie, ob es eine Untertunnelung oder vielleicht eben sogar noch nur die Abdeckung mit Netzen, mit den Schutznetzen, was ich zwar bezweifle, aber dieser Auftrag an die Landesregierung hier frisch sozusagen nach dieser Untertunnelung von Galsaun-Kastelbell gleich das auch anzugehen, um endlich diesen Bereich sozusagen abschließen zu können. Vielen Dank. Nun zu den Wortmeldungen an die Abgeordnete Aztamale Miriam. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Inhaltlich kann man dem absolut zustimmen. Ich habe selbst eben hier Kontakt mit Gemeindevertretern eben der Gemeinde Kastelbell aufgenommen, wo mir gesagt wurde, erst kürzlich eben wurde auch im Gemeinderat darüber gesprochen und dabei wurde die Information ausgegeben, dass das Gesamte eigentlich jetzt die Arbeiten, die Durchführung der Arbeiten, die Projektierung an die Bezirksgemeinschaft übergeben wurde in Zusammenarbeit mit dem Land. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, weil man abschnittsweise vorhat, hier zwischen Galerien, Hangschutz und eben einem Damm eben ein Projekt auszuarbeiten. Ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten dieses Projekt ist. Vielleicht ist es eben heute auch hier wirklich auch sinnvoll, eben die neuesten Informationen eben auch diesbezüglich bekannt zu geben. Ein Hinweis dazu wurde mir mit auf den Weg gegeben, den ich hier gerne vorbringen möchte. Und zwar, ob man die Arbeiten in Bezug auf die Tunnelbauung zeitgleich durchführen könnte, denn die Vibrationen, die bei den Sprengungen entstehen, könnten natürlich wiederum erneuten Steinschlag auslösen und im Zuge dessen, ob man dies eben hier miteinander kombinieren könnte. Grundsätzlich absolute Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Vielen Dank. Das Wort nun an den Abgeordneten Unterholznach, bitte. Ja, danke, Herr Präsident. Da betrifft es ja die Sicherheit am Straßenverkehr und absolut findet dieser Antrag von unserer Seite volle Zustimmung, weil das ja kein Autofahrer, die was die Straße benutzen, steuern können. Und deshalb würden wir das unterstützen, dass alle beide Punkte 1 und 2 eine positive Zustimmung bekommen. Danke. Dankeschön. Das Wort nun an den Abgeordneten Staffler, bitte sehr. Herzlichen Dank, Herr Präsident.
Der Antrag ist natürlich hochaktuell. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit einen entsprechenden Steinschlag in dem Gebiet. Aber ich kann mir, so wie ich die Landesverwaltung kenne und wie ich den Straßendienst und den Straßenbausektor des Landes kenne, wird hier sicherlich hochaktuell und unmittelbar reagiert. Normalerweise ist es so, dass wenn so eine Situation eintritt, natürlich sofort und ad hoc interveniert wird und auch entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. Wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang, und das brauche ich natürlich dem Herrn Ingenieur auch nicht sagen, dass ein entsprechendes Variantenstudium zu machen ist. Eine Tunnellösung ist, muss nicht von Haus aus die beste Lösung sein. Im Gegenteil, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit unseren Tunnelplanungen, obwohl wir sie manchmal natürlich brauchen, das wissen wir auch. Aber Instandhaltungskosten werden uns in Zukunft auffressen, wenn wir nicht aufpassen. Und das Landeshauptmann gibt mir auch recht, das wissen wir. Und ja, da muss man natürlich sehr vorsichtig ans Werk gehen und einfach eine intelligente Lösung suchen. Und von dem können wir ausgehen. Das wird auch gemacht, so arbeiten unsere Ämter. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir das in einer guten Hand bereits haben. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte das Wort an den Abgeordneten. Sie haben, ja. Grazie Presidente, nel merito sono favorevole, voterò a favore, con una osservazione così grafica, quindi una modifica d'ufficio, nel senso che cerchiamo di capirci, nel senso che si fa riferimento alla zona Lachander, che è riferita evidentemente all'Aces, e immagino sia la Lachander, cos'è? No? Cos'è? Castelbell. Sì, Lachander si chiama, però è un'area che è fra Castelbello e l'Aces, è corretto? Ecco, e questa è una Schlucht, sostanzialmente. Una montagna. Una zona dimenticata da Tolomei. No, a dire la verità è previsto la denominazione, quindi della stretta di Laces, no? Io lo dico, quindi Presidente, io siccome considerato che peraltro lei è della zona, quindi adesso verrò a consultarmi con lei che mi saprà sicuramente orientare, ovviamente sempre devo dire che viene operato sempre con grandissima attenzione, mi permetta di dirlo Presidente, ogni tipo di intervento linguistico da parte del personale addetto alle traduzioni sono sempre scrupolosissimi, bravissimi e bravissime e attentissimi a ogni tipo di variante, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di, come dire, di errore, si tratta evidentemente solo di un'interpretazione, quindi il mio voto favorevole di fronte alla necessità nel testo italiano di adeguare la denominazione alla corretta versione in lingua italiana, che poi appunto valuteremo e che mi risulta essere stretta di Laces. Detto questo, voto a favore, ovviamente non faccio riferimento all'altra denominazione che invece fa riferimento ad una struttura di ambito privato. Grazie. Dankeschön. Ja, ich kann bestätigen, dass die Benennung dieser Örtlichkeit Lachander völlig korrekt ist. Nun erteile ich das Wort an die Landesregierung, 10 Minuten für eine Stellungnahme. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Kollege Leiter Reber, ich bestätige Ihre Aussagen. Es ist ein sehr konkretes Anliegen. Und bereits im Dezember, 11. Dezember 2018, hat die Landesregierung und aufgrund eines Vermerks der Abteilung Tiefbau und des damaligen Landesrates dieses Thema Steinschlagschutz im Bereich Castelbell befasst und hat entschieden, eben eines zu tun, und zwar die gesamten geologischen Untersuchungen zu beauftragen, um eben zu sehen, was man hier tun kann, was man hier technisch tun kann, um diesen Bereich eben auch besser zu sichern. Die Arbeiten laufen bereits, deswegen muss ich sagen, die Arbeiten laufen bereits. Es braucht eigentlich keine zusätzlichen Beschluss in diesem Sinne. Die Ergebnisse werden wir jetzt im April erhalten.
damit wir eben entsprechende Maßnahmen im Tiefbau, in der Abteilung Tiefbau auch planen können und entsprechend in die Wege leiten können. Das heißt eben auch das, was Sie eben sagen, zum Beispiel im Bauprogramm dann mit aufnehmen. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, vom Inhalt her sind wir einig. Die Arbeiten laufen bereits, deshalb braucht es eigentlich hier keinen zusätzlichen Beschluss. Ich danke auch Herrn Kollege Staffler für diesen Input, diesen Gedanken, den er eingebracht hat, weil in der Tat müssen wir uns auch in nächster Zeit vor allem um eines vermehrt oder noch intensiver kümmern, das heißt die Erhaltung. Wie werden wir unsere Infrastrukturen, das gilt für den Tiefbau, gilt aber auch für viele andere Bereiche, wie werden wir Infrastrukturen, unser Netz, unser Straßennetz, unser Radwegenetz, unser Schienennetz weiter ausbauen können, aber vor allem auch erhalten können und das mit einer hohen Qualität bei womöglich hoffentlich auch geringeren Kosten. Und das müssen wir jetzt auch angehen, gemeinsam. Nur das auch immer im Hintergrund, wenn wir jetzt über Baumaßnahmen sprechen. Dankeschön. Vielen Dank. Nun zur Replik, 5 Minuten dem Einbringer, bitte sehr. Dankeschön, Herr Landesrat, für die Antwort und auch den vielen Wortmeldungen, die dieses Projekt unterstützen. Ich muss dazu sagen, mir war das aus den Medien schon bekannt, dass gestanden ist, es hat einen Beschluss im Dezember gegeben. Ich habe bis Ende Jänner mir die ganzen Beschlüsse der Landesregierung im Dezember durchgelesen. Ich habe es eben nicht gefunden, vielleicht habe ich es nicht gesehen oder es war so ein... auch so, wie hat es heute Vormittag geheißen, so ein geheimes Zusatzabkommen oder was weiß ich immer. Jedenfalls, ich habe es halt nicht anders geschaut, deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle diesen Beschlussantrag, dann wissen wir es ganz genau, ob dieser Beschluss wirklich gefasst worden ist oder nicht. Und jetzt hat man die Klärung und ich bin froh, dass es in die Richtung weitergeht. Ich möchte auch dazu sagen, nur tut jetzt zwar nicht viel zur Sache, aber im beschließenden Teil ist, wie Herr Sparber, ist nicht, halt, Herr Staffler, ist nichts drinnen von einem Tunnel, sondern es geht nur um die Projektierung und zu schauen, was man machen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Zum Fortgang der Arbeiten bitte Abgeordneter Zich. Solo brevemente, Presidente, per confermare che le verifiche fatte confermano che la Schander è praticamente in italiano stretta di Laces e quindi il testo dovrà essere nella parte italiana comunque rivisto. Con questa condizione ovviamente voto a favore. Grazie. Dankeschön. Wir kommen nun zur Abstimmung. Du. Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Ja, 13 Nein, 3 Enthaltungen. Somit ist der Beschlussantrag angenommen. Ja.